Hi zusammen, gut über den Jahreswechsel gekommen, darf ich euch heute wieder eine neue Maschine vorstellen. Der ein oder andere kennt die Maschine, das ist die MF Italy Minimix Pro. Allerdings die Minimix Pro in der, sag ich jetzt mal, finalen Version. Einige neue Features, einige Optimierungen und die schauen wir uns heute an. So, da haben wir sie, die Minimix Pro. Wie ihr seht, diese, ich sage jetzt mal, Edition in Gold-Carbon weicht ein bisschen vom Standard ab. Das stört uns jetzt aber für den Test nicht. Die Minimix Pro in der Vorgängerversion, das Video verlinke ich euch gern hier oben, durfte ich testen, ausgiebig und im Nachgang sogar mit der Tizzeria zusammen dem Hersteller einige Punkte auflisten, Verbesserungen, Vorschläge, die man vielleicht noch umsetzen kann. Und ich bin stolz drauf, dass ich Teil dieses Testteams sein durfte, dass man mich als kleinen Pizza-Freak mit in die Runde genommen hat und auch gehört hat, was ich sozusagen habe. Und tatsächlich, einiges wurde umgesetzt. Natürlich hatte MF Italy auch schon einiges selber auf dem Schirm, so dass wir heute hier eine Maschine haben in einem relativ neuen Gewand, möchte ich fast schon sagen. Dann kommen wir direkt zum Einstieg. Wie ihr schon seht, das Display hier, das ist jetzt richtig groß. Aber nicht die Größe ist hier entscheidend, sondern das ist ein Display einer sehr, sehr hohen Industriequalität mit einem hohen IP-Standard. Das heißt, das Display ist wunderbar geschützt vor eindringendem Wasser und zudem ist das Display auch extrem reaktionsfreudig. Das heißt, Befehle sind jetzt hier direkt spürbar, knackig ausgeführt. Ich drücke nicht drauf und habe eine Verzögerung, sondern bumm, was ich tun möchte, wird auch umgesetzt von der Maschine. Zudem haben wir einige neue Features. Also ich war wirklich überrascht, als ich mir das so angeguckt habe. Man hat hier nicht nur ein neues Display reingesetzt, sondern die Software, die hat man richtig aufgeblasen. Das heißt, wir bekommen jetzt hier nicht nur eine Maschine, die man nur über ein Touch-Display steuern kann, sondern wir bekommen hier eine Maschine, die jetzt zusätzlich noch einige Features wie Rezepte und andere Möglichkeiten mitbringt. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an. Steigen wir direkt ein. Ich habe jetzt hier einmal den Startscreen, wenn ich da einmal drauf tippe, dann bin ich hier im Hauptmenü, das sich aufteilt in Rezepte, Kneten und Einstellungen. Fangen wir mit den Einstellungen an und handeln die kurz ab. Ich habe hier einmal die Helligkeit, das heißt, ich kann hier die Helligkeit einstellen. Dann habe ich hier die Sprache, wie man sieht, schon einiges da, die wichtigsten Sprachen zumindest. Einmal Informationen über das Gerät an sich. Dann habe ich hier den Tag-Nacht-Modus. Das heißt, ich kann die Farbe des Displays umstellen und dann sieht es zum Beispiel im Standard-Kneten so aus oder dann eben so. Wie ihr schon seht, die Tasten sind, oder die Klicks sind super schnell. Entwicklermodus haben wir hier, der ist passwortgeschützt, da kommen wir nicht rein, das ist einfach um tiefer in der Software Einstellungen vorzunehmen, ist aber nicht für den User gedacht. So, also kommen wir zum Kneten, also zum Standardprogramm sozusagen. Hier haben wir einmal Vorwärts-Rückwärtslauf, den ich betätigen kann, das heißt die Maschine läuft links rum oder rechts rum. Ich habe hier einen Timer, den ich einstellen kann in Minuten und Sekunden. Sieht dann so aus. Dann könnte ich den jetzt starten. Dann startet die Maschine auf einer langsamen Geschwindigkeit oder ich kann resetten. So, dann habe ich jetzt einmal hier die Geschwindigkeitsstufe 1, wenn ich starten würde. Und zeigt mir dann auch an, mit welcher Drehzahl ich jetzt hier arbeite. Ich kann jetzt hier allerdings auch starten im Schildkrötenmodus. Oder mit dem Hase im
im Hasenmodus. Das heißt, einmal ich starte mit einer vorgewählten langsamen Geschwindigkeit oder mit einer vorgewählten schnellen Geschwindigkeit. Ja, in dem Fall mit 2 oder wenn ich hier drauf drücke, schon relativ schnell mit 7 respektive 225 RPM. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch einen Timer einstelle, 1 Minute und starte Timer, würde die Maschine jetzt so laufen, bis ich den Timer eben stoppe, anhalte oder den Timer jetzt hier resette. Kann die Stufen natürlich auch hier einzeln hoch und runter, geht natürlich alles. Kommen wir zum interessanten Teil. Die Maschine hat jetzt tatsächlich Rezepte, mehrere Möglichkeiten, die hier hinterlegt sind. Jetzt einfach mal in eins rein. Ich kann das jetzt hier bearbeiten oder ich kann hier jetzt sagen, ich starte damit. Dann beginnt das Rezept, also das Programm, die Automatik mit Phase 1 und so weiter. Das heißt, ich bearbeite das jetzt. Ich kann jetzt hier sagen, ich bin in Phase 1 von meinem Rezept, das ich jetzt so nenne. Und ich sage, Recht zu, liebe Maschine, 3 Minuten auf Stufe 3 sollst du in entsprechender Richtung, das kann man hier nochmal bis Stufe 2 Vorwärts- und Rückwärtslauf machen. Das heißt, ich sage ganz normal, Vorwärtslauf 3 Minuten, Stufe 2 und dann machen wir hier eine Pause. Und 5 Minuten. So, dann gehe ich in Phase 2 über und kann auch hier sagen, nach diesen 5 Minuten möchte ich 10 Minuten auf Stufe 1 im Vorwärtslauf drehen. Und dann sind wir fertig. Das heißt dann auch hier Pause, brauche ich nichts mehr. Und die Folgephasen, jetzt Phase 3 und so weiter, solange die mit 0 belegt sind, passiert hier natürlich auch nichts. Also wenn ich die anderen Phasen nicht brauche und sage, ja okay, ich möchte jetzt den Teig einmal 3 Minuten vermengen auf einer geringen Stufe oder einer höheren Stufe, einfach um die Masse ein bisschen vorhomogenisiert zu haben, um dann in eine Autolyse überzugehen von 20 Minuten. Und nach dieser Phase des ersten Quellens sozusagen des Teiges möchte ich in das eigentliche Kneten übergehen und das Kneten geht jetzt 11 Minuten und 2 Sekunden bei Stufe 7 und das war's. Dann kann ich das jetzt so durchziehen und sagen, okay, so ist es. Dann speichere ich das und jetzt sehen wir, ich habe jetzt hier Phase 1, Stufe 2, 3 Minuten und dann hier Phase 2, Stufe 7, 11 Minuten. Wenn ich jetzt hier auf Anfang drücke, arbeitet er das Ganze jetzt im Prinzip so ab. Er sagt jetzt hier, ich habe eine verbleibende Zeit von knapp 20 Minuten, weil das ganze Programm braucht eben diese Zeit. In Phase 1 haben wir ja eingestellt, er läuft jetzt mit einer geringen Geschwindigkeit, vermengt jetzt unseren Teig zum Beispiel, geht über in die Autolyse und springt dann zu Phase 2. Ja, das heißt, wenn wir hier fertig sind mit dem Durchlauf, Balken ist voll, springen wir in Phase 2 und dann läuft eben hier die nächste Phase. Phase 3 und 4 überspringt er dann, weil wir eben nichts eingestellt haben. Ich kann das jederzeit natürlich pausieren, wenn ich manuell im Kessel irgendwas am Teig vornehmen möchte, was zugeben möchte und kann dann im Prinzip die ganze Sache einfach wieder weiterlaufen lassen, kann natürlich aber auch den Timer resetten oder das der Automatikprogramm
fragt er mich nochmal, sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher, ich möchte es löschen. So. So sieht das Ganze aus. Ist jetzt hier auch gespeichert mit dem Namen, den wir dem Teil hier vorher gegeben haben und mit den entsprechenden Funktionen. Also wie man sieht, hier haben wir doch schon wirklich viele Möglichkeiten mit der Maschine und technisch jegliche Raffinesse in Form von der Software. So, zu den Hauptfeatures, die sich sicherlich ums Display drehen, kommen wir nochmal zu den anderen Dingen, die sich geändert haben. Maßgeblich auch wieder hierum die Edelstahlhaube. Hier haben wir jetzt eine komplett verschweißte, geschlossene Edelstahlhaube, nichts mehr aufgesetztes mit einem Blech nach innen, keine Kanten, keine Spalten, alles schön glatt. Das hat sich wirklich bewährt, denn sieht jetzt auch viel cleaner, viel schöner aus. Dann haben wir an der Seite jetzt einen Schalter und können das Licht direkt ein- und ausschalten, so wie wir es brauchen. Die anderen vielen kleinen Details, auf die möchte ich gar nicht so eingehen, weil die jetzt gar nicht so signifikant jetzt für den Anwender sind. Es ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Maschine. Die Öffnung vom Gitter ist immer noch zur Seite. Die Spirale ist immer noch sehr massiv. Die Mittelstange ist sehr massiv. Und auch der Kessel hat sich maßlich nicht geändert. Dennoch, wo viel Licht ist, und es ist bei der Maschine sicherlich, gibt es auch Schatten. Und was wäre ich für ein Reviewer, wenn ich euch nicht auch die Dinge nennen möchte, die mich stören oder die ich vielleicht noch in einer Folgegeneration irgendwann verbessern würde. Das wäre zum einen, das Stromkabel kommt hier fix aus der Maschine und hat keinen festen Schalter. Das bemängle ich aber nicht nur bei der Minimix, das bemängle ich bei zahlreichen Maschinen, denn die Maschine unterscheidet sich von einer Industriemaschine, wo ich den Strom von einer gesamten Kette von Maschinen abends zu Feierabend ausschalte. Die Maschine steht bei mir stationär in der Küche und ich muss dann den Stecker ziehen. Und wenn ich die am nächsten Tag oder Tage darauf wieder nutze, muss ich wieder einen Stecker reinstecken. Dann der zweite Punkt, was mir aufgefallen ist, das ist ein bisschen bedingt auch durch Beschaffung. Corona ist überall in aller Munde. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile damit zu kämpfen. Das ist das Licht an sich. Das war bei der Erstversion deutlich heller und fällt hier jetzt leider sehr dunkel aus. Also es ist ausreichend. Ich sehe immer noch gut, was im Kessel abgeht beim Knetvorgang. Aber es ist halt viel dunkler und ja, das ist ein bisschen schade, aber verschmerzbar. Dafür haben wir jetzt den Schalter und können es optional zu- oder ausschalten. Also hoffen wir, dass irgendwann auch nach Corona die Teilebeschaffung auch für solche LEDs oder Voransteuerungen wieder besser wird. Der letzte Punkt ist, in der Software gibt es meiner Meinung nach ein paar Kleinigkeiten vielleicht noch zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise die Maschine vom Stecker ziehe, die Maschine also keinen Strom mehr hat, ist einfach die Sache, dass wenn ich die umstelle in den Dark Mode, dass die Maschine wieder startet im Default-Modus, also im Standard-Modus und außer der Sprache nichts gespeichert hat. Das heißt, ich muss die jedes Mal, wenn ich das eher in dem dunklen Design möchte, immer wieder in den Einstellungen erst wieder anwählen. Das finde ich ein bisschen schade, aber wer weiß, vielleicht wird da noch nachgereicht. Also es ist durchaus möglich, das Display abzudaten, das eine USB-Schnittstelle hat. Ob das vom Hersteller vorgesehen ist, ob der Hersteller da nachliefert, das weiß ich nicht. Das müssen wir sehen. Das sind aber auch Kleinigkeiten, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, deswegen kaufe ich die Maschine nicht. Ganz im Gegenteil. Das sind einfach nur Dinge, die mir jetzt aufgefallen sind, wo ich denke, naja, das könnte schon besser gelöst sein. Deswegen erwähne ich es einfach. Also kommen wir zu meinem Fazit. Die Minimix Pro ist schon wie ihre Vorgängerversion eine Top-Maschine mit ziemlich vielen Features, die jetzt in einer nochmal deutlich höheren Qualität, was Verarbeitung angeht, daherkommt, mit noch mehr Features
als zuvor und dementsprechend fast schon diese Standardwerte, die sie ja auch mitbringt, wie 300 Umdrehungen pro Minute, Vorwärts-Rückwärtslauf, was in der High-End-Spiralkneter-Liga so alles mit dabei ist, fast schon Nebensache sind. Aber auch das bringt sie natürlich alles mit. Das heißt, wir reden hier von einem wirklichen High-End-Gerät. Wir sind hier am Maximum jetzt dann auch angekommen, denn wirklich mehr als diese Maschine kann keine andere. Die Maschine hat mit ihrer Software, mit ihren Features da nochmal eine Schippe draufgesetzt, mit den Rezepten, mit den ganzen, ich sage jetzt mal, Schalt- und Automatikfunktionen, die die Maschine jetzt mitbringt, steht die tatsächlich auch keiner großen Maschine in einer großen Pizzeria in irgendwas nach, weil genau diese ganzen Features in dieser kleinen 5-Kilo-Maschine sind jetzt hier alle mit drin. Das heißt, aufgrund der Verarbeitungsqualität, aufgrund der Features, ist das für mich natürlich nicht schwer zu sagen, ich mag die Maschine, ich finde sie toll und so fällt auch mein Fazit aus. Jetzt muss man natürlich sagen, die Maschine kostet knapp 2000 Euro und da sind wir dann doch auch schon wieder von der Liga auch preislich in einem ganz anderen Niveau. Das heißt, meiner Meinung nach richtet sich die Maschine an all die Pizza-Freaks, die Enthusiasten, die Spielkinder und sozusagen in dreifacher Form auch an mich, an all die, die eben alles wollen, die alle Möglichkeiten ausschöpfen wollen, die Technik verliebt noch dazu sind und die eben bereit sind, auch das zu bezahlen. Und wenn man bereit ist, das zu bezahlen, bekommt man hier eine Maschine mit einer hervorragenden Qualität, mit der man sicherlich jahrelang Spaß haben kann. Von meiner Seite soll es das jetzt aber auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Video. Ich hoffe, es war informativ. Und so möchte ich mich mit einem Dankeschön verabschieden. Ein Dankeschön an MF Italy, dass ich kurz nach der Messe von Ricardo, Grüße gehen raus, diese Maschine schon bekommen habe. Ebenso der Dank an Tizzeria, ganz klar, wie bei vielen Videos, stellt Tizzeria mir die Maschinen zur Verfügung. Da bin ich auch immer super dankbar, denn ohne die Tizzeria könnte ich euch diese Vielzahl an Maschinen nicht zeigen. Von dem her geht auch da nochmal ein Dank an Österreich, an die Tizzeria raus. Dankeschön. So, jetzt war's das von mir. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.